Herr Bachmann, Sie haben heute Geburtstag. Ihre Mannschaft hat Ihnen, denke ich mal, das richtige Geschenk gemacht. Ja, natürlich. Wenn man am Geburtstag beim Topspiel von seiner Mannschaft beschenkt wird mit einem 2-0 Auswärtssieg, dann ist das natürlich top. Ja. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Es war ein sehr intensives Spiel, sehr lauffreudig, beide Mannschaften. Wir wussten, was auf dem Spiel steht. Wir waren 4 Punkte vorne dran. Wir wussten, dass wenn wir den Sieg landen können hier in Kleinsteinbach, dass wir uns absetzen mit 7 Punkten und den Kampf um den zweiten Platz zumindest den schon für uns entschieden haben. Es war trotzdem eine knappe Entscheidung. Es hat 2 Elfmeter gebraucht. Wie haben Sie die Elfmeter gesehen? Und ja. Ja, in so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten, Fehler. Ja. Der erste Elfmeter, klarer geht's gar nicht, ein Gasseball. Der Florian Buchmüller läuft ein, wird von hinten gegrätscht, klarer Elfmeter. Der zweite, auch ein klassischer Elfmeter, wo unseren Stürmer Nagovic am Gegenspieler mit Tempo dran vorbeigeht. Torwart kommt raus, kann ihn nicht heben. Ja. Und kommt zum Fall. Auch hier hat es der Schiri richtig gut gemacht. Mit ein bisschen Glück, aber ich glaube, da hat der Schiri dann Angst gehabt. Hätte es sogar noch einen dritten Elfmeter geben müssen, kurz vor Schluss. Aber ich glaube, das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Sie haben sich jetzt gegen den Drittplatzierten, wie Sie schon gesagt haben, ein bisschen absetzen können. Ihr nächster Gegner ist Wolfer Zweier und dann kommt das Spitzenspiel. Was haben Sie sich insgesamt für diese Saison vorgenommen und für die nächsten Spiele? Wir haben vor der Runde uns das Ziel gesetzt gehabt, unter den ersten 5 zu spielen. Wenn mehr dabei rauskommt, dann nimmt man das gerne mit. Wenn man jetzt so kurz vor Rundenschluss natürlich einen Punkt hinter dem Spitzenreiter steht und hat noch das Topspiel, dann will man das natürlich gewinnen. Und dann will man natürlich ganz vorne angreifen und dann will man am besten auch ganz vorne stehen bleiben. Ist ganz klar. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, wir wollen nicht aufsteigen. Wenn man die ganze Saison über Erster, Zweiter ist, dann will man am Schluss auch den Lohn für die Saat, die man ausgestreut hat, dann die Ernte einfahren. Herr Bachmann, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.